Hallo, seid gegrüßt. Herzlich willkommen beim fetten Brett. Es geht mal wieder um mein Lieblingsthema, Shadows of Brimstone. Mit diesem Video möchte ich euch ganz gerne einmal die Grundregeln von Shadows of Brimstone zeigen und euch damit in die Situation versetzen, dass ihr, selbst wenn ihr das Regelwerk nicht gelesen habt, eigentlich das Spiel dann spielen können müsstet, dürftet, wolltet, müsstet. Lasst mich am Ende des Videos wissen, wie ihr das Ganze empfunden habt, ob euch das Ganze was gebracht hat. Und jetzt genug der langen Vorrede. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Regelvideo zu Shadows of Brimstone. Die Regeln, die ich euch heute erklären möchte, gelten sowohl für das Wildwest-Setting als auch für Forbidden Fortress, was ja im feudalen Japan spielt. Zu Spielbeginn wählt sich jeder Spieler eine Charakterklasse aus, die er ganz gerne spielen möchte. Es ist auch erlaubt, dass mehrere Spieler die gleiche Klasse spielen. Dann ist es halt nur ein bisschen problematisch mit dem Character Sheet. Das müsste man sich dann vielleicht irgendwie kopieren. Aber erlaubt ist es auf jeden Fall. Und man braucht natürlich auch noch die Miniaturen dazu. Wir entscheiden uns heute mal beispielhaft einfach für den Traveling Monk. Zusätzlich zu dem Hero Character Sheet erhält jeder noch seine Startausrüstung. Die ist einmal hier unten vermerkt. Das wären beim Mönch dann diese beiden Karten, nämlich einmal der Kampfstab von ihm, der Monk Staff und die Sacred Bell, die heilige Glocke. Dann zieht jeder Charakter noch eine Karte von dem Personal Items Deck. Das soll uns so ein bisschen, also ein persönlicher Gegenstand, der uns ein bisschen unsere Vergangenheit erinnern soll. Bei unserem Mönch wären das die abgetragenen Sandalen, die geben plus eine Bewegung und ab einem Bewegungswert von 6 heilen wir eine körperliche Wunde oder stellen eine geistige Gesundheit wieder her. Dann kommt noch eine sogenannte Seitentasche dazu, ein Sidebag. Und am Anfang können wir aus 4 verschiedenen Markern wählen. Die Seitentasche kann halt maximal 5 tragen. Wir hätten da zum einen die Bombe. Eine Bombe kann man schmeißen, das ist eine Fernkampfattacke und die macht dann auf dem Bereich von 9 Feldern schönen Flächenschaden. Sehr, sehr praktisch. Dann gibt es noch Tonic. Mit Tonic können wir mit die wichtigste Ressource unserer Helden wiederherstellen, nämlich den Grid-Marker. Da komme ich noch später zu. Dann haben wir Sake, damit kann man sich wieder ein bisschen Mut antrinken, stellt also geistige Gesundheit wieder her, nämlich W6. Also ihr würfelt einen W6 und das Ergebnis ist dann das, was ihr wiederherstellt. Und dann gibt es noch die Bandagen. Wenn ihr die abwerft, dann stellt ihr W6 körperliche Gesundheit wieder her. Bei diesen drei Markern ist es so, die könnt ihr jederzeit benutzen, wenn ihr dran seid. Kostet keine Aktion. Die Bombe hingegen, wie gesagt, ist eine Fernkampfaktion und muss dann aktiv geworfen werden. Unser Mönch entscheidet sich einmal für die Bombe. Zu Spielbeginn erhält jeder Charakter einen Grid-Marker. Grid, wie gesagt, die wichtigste Ressource im Spiel. Wir können sie zum einen dazu benutzen, dass wenn wir sie ablegen, also diesen Marker ablegen, dass wir W6 Bewegungspunkte zusätzlich dazu bekommen. Oder wir können, wenn wir den Grid-Marker ablegen, eine beliebige Anzahl von Würfeln, die wir gerade aktiv für unseren Helden geworfen haben, die können wir dann nochmal neu würfeln. Maximal immer einmal darf man Reroll machen, wie in den meisten anderen Spielen auch. Was heißt jetzt aktiv von unserem Helden aus? Das wären zum Beispiel Würfe, ob wir im Fernkampf treffen oder ob wir im Nahkampf treffen, ob unsere Verteidigung gelingt gegen Treffer, die wir abbekommen haben, ob unsere Willenskraft ausreicht, um irgendwelche Horrorschaden abzuwehren. Das sind aktive Würfe, die von uns ausgehen. Was nicht erlaubt ist, sind zum Beispiel irgendwelche Würfe, die wir auf irgendwelchen Injury Charts, also Verletzungstabellen, würfeln. Die müssen wir dann so hinnehmen. Und auch der Holdback the Darkness Roll. Dazu komme ich gleich. Die Fähigkeiten, die ihr jetzt hier seht, das sind nicht die einzigen Fähigkeiten, die ein Held haben kann, sondern das Schöne ist, zu Spielbeginn darf jeder Charakter sich eine von dreien Fähigkeiten auswählen, die speziell natürlich nur für den Charakter gedacht sind. Ihr seht das ja in der Abbildung, das sind halt die entsprechenden drei Karten für den Traveling Monk. Und die sind wirklich sehr, sehr schön gestaltet, sehr, sehr unterschiedlich und man kann dadurch schon quasi festlegen, in welche Richtung der Held sich nach und nach entwickeln soll, obwohl man später relativ frei auch von der Entwicklung ist. Aber wenn ich mich jetzt für diese Karte zum Beispiel hier entscheide, dass ich plus 2 maximal Key bekomme und das andere, was auf der Karte halt auch noch draufsteht, dann darf ich später diese anderen beiden Karten beim Leveln nicht mehr benutzen. Die sind dann quasi raus. Ich entscheide mich jetzt mal für diese Karte. Diese erlaubt mir plus 2 maximal Key zu halten und zusätzlich kriege ich noch W3 Key Tokens jedes Mal, wenn der Holdback the Darkness Roll nicht geklappt hat. Das gilt nicht für die Death Events, da komme ich gleich auch noch zu. Unser Held hat nämlich
Key als zusätzliche Ressource. Er kann hier laut diesem Text maximal 6 tragen. Wir kriegen jetzt noch plus 2 dazu. Das heißt, wir legen uns schon mal parat für unseren Helden 8 Key-Marker. Bei dem Mönch ist wichtig, der startet mit 0 Key, weil er kriegt ja zu Beginn einer jeden Runde immer einen Key-Token dazu. Dann müssen sich die Mitspieler noch einig werden, wer der Träger der Laterne ist, denn er ist dafür zuständig, den Hood Back the Darkness Roll zu machen. Dann fehlt uns nur noch die passende Miniatur für unseren Helden und dann sind wir eigentlich schon startbereit. Abhängig von der Spielerzahl erhalten wir jetzt noch eine gewisse Anzahl von Revive-Token. Die können wir dann nutzen, wenn einer unserer Helden K.O. geht. K.O. geht man entweder dann, wenn man bei Health auf 0 angekommen ist oder bei Sanity. Und wie gesagt, dann wird der Marker ausgegeben, man stellt die Figur wieder aufs Spielfeld und füllt die Ressourcen hier auch wieder komplett auf. Dann müssen wir uns nur noch einig werden, welche Mission wollen wir denn spielen. In dem Adventure Book jetzt hier gibt es 6 Basic Missions und 6 Missionen passend zum Forbidden Fortress. Wir wählen jetzt einfach mal Hunt for Darkstone, wo es unsere Aufgabe ist, so ein kleines Lager von Darkstone-Steinen zu finden. Wir starten auf dem Fortress Entrance Map Teil und wir können hier so ein bisschen Schwierigkeitsgrad wählen. Wollen wir nur ganz wenig Darkstone finden, dann suchen wir noch 2 Hinweisen. Oder wir haben halt das große Lager, dann müssen wir 4 Hinweise finden. Dementsprechend fällt natürlich auch die Belohnung am Ende ein bisschen anders aus. Die Mission würde hier scheitern, wenn zum Beispiel alle Helden K.O. sind, beziehungsweise wenn die Dunkelheit es schafft, aus dem Dungeon zu entkommen. Dies führt dann meistens dazu, dass die Stadtphase, die nach dem Abenteuer dann folgt, ein bisschen kleiner ausfällt, sage ich mal, dahingehend, weil W3 zufällige Gebäude werden dann in der Stadt danach von der Darkness zerstört. Dann wird das Startspielplanteil ausgelegt und wir können auf diesen 8 Feldern hier unsere Helden platzieren. Da können wir dann starten. Hier haben wir den Mönch und der Mönch ist nicht alleine unterwegs, sondern er wird von einer Assassine begleitet. Hier unten seht ihr den Death Track, den tiefen Mitplotter, nenne ich ihn jetzt mal auf Deutsch. Der gibt erstmal an, wie weit wir als Helden quasi schon in dem Forbidden Fortress oder in dem Dungeon ganz allgemein gesagt vorangeschritten sind. Das heißt, wir platzieren uns hier oben, das sind wir, auf dem Eingang des Schlosses. Die Dunkelheit, die möchte genau in die entgegengesetzte Richtung, die möchte nämlich gerne hier unten starten und möchte zum Eingang des Schlosses kommen und dort dann zu entfleuchen, um die Stadt danach kaputt zu machen. Das wollen wir natürlich mit verhindern. Aber wie gesagt, die Dunkelheit kommt jetzt hier drauf. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es gibt den Holdback the Darkness Roll, den der Träger der Laterne durchführen muss. Und jedes Mal, wenn der es halt nicht schafft, hier jetzt entweder, wir befinden uns ja gerade in diesem Drittel, eine 7 oder mehr zu würfeln, oder wenn wir halt hier hinten sind, eine 9 oder mehr zu würfeln, dann rückt die Darkness ein weiter vor auf dem Death Track. Kommt sie auf so schwarze Felder, ist das auch noch nicht so kritisch, aber in dem Moment, wenn sie zum Beispiel auf so einem roten Feld landet, dann müssen wir eine sogenannte Darkness-Karte ziehen. Landet sie irgendwann auf diesem grünen Feld, dann kommt eine Growing Dread-Karte dazu. Das erkläre ich euch aber später. Für uns haben die farbigen Felder überhaupt keine Bedeutung. Wie gesagt, nur die 3 Abschnitte. Und dann wird halt festgelegt, wann schaffen wir den Holdback the Darkness Roll. Mit dem Holdback the Darkness Roll geht es auch jede Runde los. Der Träger der Laterne schnappt sich 2W6, wirft die und hat hier die 7 geschafft. Das heißt, die Dunkelheit rückt nicht weiter vor. Wichtig ist, dass man auch immer die Regeln seiner Helden im Hinterkopf hat. Unser Mönch, dessen Ressource ja das Key ist, hier oben steht es nochmal, at the start of each turn gain 1 Key Token. Das heißt, der nimmt sich jetzt einen Key Marker und damit ich weiß, dass ich den zur Verfügung habe, lege ich mir den persönlich immer auf mein Bild. Und weiß dann, okay, der steht mir noch zur Verfügung und alles, was nicht auf dem Bild liegt, genauso wie der Gridmarker, das habe ich dann dementsprechend schon verbraucht. Nachdem der Holdback the Darkness Wurf gemacht wurde, geht es nach Initiative-Reihenfolge jetzt weiter. Wir sehen, die Assassine hat eine Initiative von 6, der Mönch nur eine 4, das heißt, die Assassine beginnt. Wenn Helden aktivieren, machen sie immer als allererstes ihre Bewegung. Das ist unabhängig davon, in welcher Phase wir uns befinden, also entweder jetzt wie hier, nicht im Kampf, oder wenn halt Gegner auf dem Feld stehen, dann im Kampf. Es wird sich immer erst bewegt. Und danach kommt die zweite Aktion. Unsere Assassine entscheidet sich dazu, sich zu bewegen, würfelt eine 1. Eine 1 ist nicht allzu weit beim Bewegungswurf, denn hier werden die Bewegungen ausgewürfelt. Sie hat auf ihrer Karte aber noch stehen, dass sie plus eine Bewegung hat. Das heißt, sie kann sich jetzt 2 Felder bewegen. Hinzu kommt jetzt aber auch, dass man sich bei der 1 nicht unbedingt immer so ärgert, denn die 1 ist mit einer der wenigen Möglichkeiten, dass man Gridmarker regeneriert. Hier unten seht ihr auch nochmal angegeben, wie viel Grid man maximal überhaupt tragen kann. Das ist jetzt hier bei so einem Startcharakter meistens die 2. Später findet man irgendwelche Gegenstände, die einem den
Max-Grid-Wert erhöhen oder man levelt auf und erhöht damit dann die maximale Anzahl an diesen Token. Das heißt also, unsere Assassine hatte sowieso schon einen Grid-Marker und dadurch, dass sie jetzt eine 1 gewürfelt hat, kriegt sie einen weiteren Grid-Marker dazu. Angenommen, unsere Assassine hätte schon 2 Grid-Marker gehabt, damit wäre sie ja quasi komplett voll gewesen. Ich schiebe das noch ein bisschen hier oben, da steht es nochmal Max-Grid 2. Wenn sie jetzt aus ihren dritten Grid-Marker bekommen hätte, bei der 1, könnte sie den nicht halten, sie darf ihn aber sofort ausgeben. Und zwar kann man auch, wenn man einen Grid-Marker ausgibt, einen W6 würfeln und diese Bewegungspunkte noch dazukommen bekommen. Das heißt, sie könnte jetzt bis hier vorne wirklich an den Rand laufen und könnte schon in den nächsten Dungeon-Abschnitt hier rüberschauen. Das möchte die Assassine dann auch tun und zieht eine Karte von dem Map-Deck, in diesem Fall halt für das Forbidden Fortress. Jede Welt hat ihr eigenes Map-Deck, das ist ganz cool gemacht. Und wir würden jetzt aufdecken die Küche. Auf dieser Karte können wir sehen, wo wir die Küche betreten. Und hier müssen wir dementsprechend später entscheiden, wo es dann weitergeht. Das zeige ich euch aber gleich. Man kann auch, wenn man möchte, stimmungsvoll mit den passenden Encounter-Cards spielen. Hier gibt es nämlich eine Karte, die wirklich dann auch passend für die Küche ist. Da steht Boiling Pots. Und die müsste man jetzt aus dem Stapel für die Encounter herausziehen und dann noch dazu abhandeln. Wir machen es jetzt aber nicht, sondern ich habe den Spielplanteil rausgesucht und müsste den jetzt dementsprechend so hier ansetzen. Das sind so Puzzle-Konnektoren. Die klebe ich jetzt hier einfach zusammen. Kleben ist übertrieben. Ich stecke sie zusammen. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, dass unsere Assassine sowohl in diesem Raum steht, als auch in diesem. Das ist ganz, ganz wichtig für verschiedene Regeln, die dann noch später folgen. Da dieser Raum gerade aufgedeckt wurde, kommt ein sogenannter Exploration Marker da drauf. Den zieht man verdeckt aus einem kleinen Vorrat von Exploration Marker und damit ist dann die Runde für die Assassine beendet. Was sie jetzt noch bekommt, zusätzlich dafür, dass sie so mutig war, um in den nächsten Dungeon-Abschnitt rüberzuschauen, sie kriegt 5 Erfahrungspunkte, 5 XP. Die plotten wir jetzt zum Beispiel einfach auf einen Zettel mit, wo wir dann immer auftragen, 5 XP, noch 10 XP dazu. Es gibt aber auch Marker dafür, nicht im Grundspiel, die gab es bei irgendeiner Erweiterung drin, aber wie gesagt, man kann das auch gut aufschreiben. Nun ist der Mönch am Zug, auch er möchte sich ganz gerne bewegen, wirft also ein W6, hat die 3, dementsprechend 1, 2, 3, 4. Er darf sich ja ein Feld weiter bewegen, weil er ja diese abgetragenen Sandalen hat und er platziert sich nach dort. Er könnte jetzt nicht rüber gucken, zum einen, weil natürlich der Raum schon aufgedeckt ist und auch zum anderen, weil er nicht auf diesem Endbereich steht. Dafür könnte er jetzt aber hier gucken, ob er irgendwas Nützliches findet in diesem Spielplanteil hier. Er kann also scavengen. Dazu nimmt man sich 3 W6, würfelt diese und für jede 6, wir gehen jetzt einfach nochmal davon aus, dass unser Held 2 Sechsen gewürfelt hat, darf er jeweils eine Karte aus dem Scavenge-Deck ziehen. Zum Scavengen nehmen wir uns jetzt dieses Deck. Dort haben wir 12 Karten drin, 4 davon sind gut, 4 davon sind neutral, da passiert nichts und 4 davon sind schlecht. Für jede 6 müssen wir jetzt eine Karte ziehen. Die kommen danach in diesen Kartenstapel wieder zurück. Das heißt, man sollte jedes Mal, bevor man zieht, immer diesen Stapel einmal kurz durchmischen, damit man nicht immer die Karten wieder wegnimmt, die der andere gerade schon gezogen hat. Dementsprechend nehme ich mir jetzt 2 Karten, drehe die erste um und handle das Ganze ab, was dort steht. Nichts hier, das heißt, ich finde nichts, aber ich erhalte trotzdem 10 Erfahrung. Das wäre die erste Karte. Und bei der zweiten Karte erhalte ich auch wieder 10 XP, aber hier dann auch zusätzlich 10 Gold. 50. Es kann auch mal passieren, dass man was nicht ganz so Tolles zieht, wie zum Beispiel diese Karte, Emerging Darkness. Da muss man dann, man erhält trotzdem 10 XP, muss aber eine sogenannte Darkness-Karte ziehen. Mit Hilfe eines Markers machen wir dann deutlich, dass dieser Bereich auch schon durchsucht wurde, gescavenged wurde und es ist halt abhängig auch von der Spielerzahl, wie oft man einen Spielplanteilabschnitt scavengen kann. Da wir einen neuen Dungeon-Abschnitt aufgedeckt haben, müssen wir natürlich auch unseren Marker eine Position weiter nach vorne rücken. Damit wären jetzt die Helden durch und jetzt muss man halt am Ende der Runde immer nur noch schauen, liegt auf irgendeinem Spielplanteil ein Exploration Marker und ist in diesem Raum jemand gerade drinne. Und jetzt, wie gesagt, sagte ich ja vorhin, es ist wichtig, dieses Teil, wo die beiden, oder diese beiden Felder, wo die beiden Spielplanteile mit verbunden wurden, die gelten sowohl in dem Raum befindlich als auch hier drüben. Und dementsprechend steht unsere Assassine jetzt auch in diesem Raum und wir müssen diesen Exploration Marker jetzt umdrehen. So, auf dem Exploration Marker finden wir
verschiedene Informationen. Zum einen sehen wir ganz oben, dass es aus diesem Raum eigentlich drei Ausgänge geben sollte. Jetzt hat der Spielplanteil aber nur zwei, das heißt, es bleibt bei diesen zweien. Wenn man die 3D-Elemente hätte, die passenden, dann könnte man die noch dazustellen und weiß, okay, in diesen beiden Bereichen geht es jetzt weiter. Hätten wir vorhin nicht diesen Encounter gezogen, sondern diesen, dann hätten wir nur einen weiteren Weg aus diesem Dungeon-Abschnitt gehabt. Dementsprechend müssten wir jetzt auswürfeln, wo geht's weiter. Und hier steht eine 2, das heißt, hier drüben geht's weiter. Und auf die andere Seite macht man dann quasi hier dann mit diesem kleinen Element den Spielplan zu. Die nächste Information ist die, dass wir eine Encounter-Karte ziehen müssen. Passend für jede Welt gibt es ein eigenes Encounter-Deck, hier dementsprechend für das Forbidden Fortress. Und dann sehen die Karten wie folgt aus. Bei der Karte haben wir natürlich erstmal oben eine Überschrift. Wir haben hier eine abgeschlossene Tür, eine verrammelte Tür und dann ein bisschen Text, der uns auf die Situation einstimmen soll. Also wir finden eine große hölzerne Tür am Ende des Raumes. Die ist richtig verrammelt und verschlossen mit verschiedensten schweren Schlössern, die verhindern sollen, dass jemand reinkommt oder vielleicht, dass etwas hinauskommt. Also so ein bisschen Horrorelemente dabei. Das spricht auch wirklich ganz klar für Forbidden Fortress oder für Shadows of Brimstone generell ein sehr, sehr thematisches Spiel. Dann haben wir die Option in diesem Fall, dass wir entweder sagen, okay, wir brechen die Schlösser auf oder wir lassen es einfach sein. Wenn wir uns dazu entscheiden, die Schlösser aufzubrechen, müssen wir jetzt abhandeln, was dort steht, nämlich, dass jeder, das sind nämlich das Symbol für jeden Spieler, jeder jetzt einen Stärke 5-Test bestehen soll. Wenn das auch noch klappt, müssen wir da noch einen Spieler zufällig bestimmen, der dann einen Luck-Test ablegt. Und wenn das dann klappt, kriegt man entweder die Belohnung oder man muss dementsprechend dort unten irgendetwas abhandeln. Wir laufen dann diese Proben jetzt ab. Hier sollen wir zuerst ja einen Stärketest durchführen. Wir schauen dann auf unserem Hero Character Sheet einfach nach, was steht bei uns bei Stärke, nämlich dort eine 3. Und das heißt jetzt, ich muss 3 wie 6 nehmen und mindestens einer muss nach dem Wurf eine 5 oder mehr zeigen. Dann mache ich das einfach mal. Und mein Mönch schafft das ganz locker. Gucken wir mal, ob unsere Assassine auch genauso erfolgreich ist. Sie hat dort nur Stärke 2. Sie besitzt ja auch noch 2 Gridmarker. Unser Mönch hatte noch einen, hatte ich gerade vergessen draufzulegen. Und angenommen, sie schafft ihn jetzt nicht. Sie hat eine 4 und eine 1. Das ist zwar zusammen eine 5, aber das zählt nicht. Es geht darum, dass ein Würfel die entsprechende Zahl zeigen muss. Und jetzt könnte sie dementsprechend sich dazu entscheiden, einen Gridmarker abzulegen, um den Würfelwurf zu wiederholen. Und jetzt schafft sie es. Hätte sie es nicht geschafft, dürfte sie nicht nochmal einen Gridmarker ausgeben, um nochmal zu rerollen. Das ist nur einmalig erlaubt. Im nächsten Schritt sollte hier ein Glückstest gemacht werden. Und zwar soll ein Held zufällig bestimmt werden. Dafür gibt es extra Marker, die man dann irgendwie aus einem Beutel oder aus einer Schüssel ziehen könnte. Oder man nimmt einfach einen W6 und sagt, pass mal auf, du bist 1 bis 3 und du bist 4 bis 6. Und dementsprechend müsste unsere Assassine jetzt hier diesen Glückstest bestehen. Gleiches Spiel wie gerade eben. Wir schauen nach, wie viel Glück hat sie denn. Dort ist Luck mit 2 Würfeln. Sie braucht eine 4 plus. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie es nicht geschafft hat und vielleicht auch keinen Gridmarker mehr zur Verfügung hat. Denn jetzt müssen wir halt den Text abhandeln, was dort steht, wenn wir es nicht schaffen. Und dort steht ein Attack. Und wir müssen eine Thread Card ziehen. Bevor wir aber die Thread Card ziehen, nur noch die letzte Information hier auf diesem Exploration Marker abhandeln. Das ist jetzt für uns der erste Hinweis. Wir hatten uns ja dazu entschieden, das leichte Spiel zu spielen, wo wir nur 2 Hinweise brauchen. Und hier hätten wir schon den ersten gefunden. Den Encounter Marker können wir dann wegnehmen. Packen wir an die Seite, merken wir uns, dass wir halt einen Hinweis haben, beziehungsweise man kann den Encounter Marker auch dorthin legen. Die Karte wies uns jetzt ja an, dass wir eine Attacke durchführen sollen und dazu eine Thread Card ziehen müssen. Je nach Spielerzahl zieht man entweder von diesem Kartendeck für 1 bis 2 Spieler oder halt ein Kartendeck für 3 bis 4 bzw. 5 bis 6 Spieler. Wir müssen jetzt hier Acidic Tentacles ins Spiel bringen und dort vorne ist ein P angegeben in so einem Würfel drin. Das ist der sogenannte Peril Die. Das ist ein Würfel, der hat nur Seiten 3 bis 6. Zweimal die 3 ist drauf, zweimal die 4 und 5 und 6 dann jeweils einzeln. Den müssen wir jetzt schmeißen und stellen fest, dass wir 5 Acidic Tentacles platzieren müssen. Beim normalen Attack werden an der
gegenüberliegenden Seite des Eingangs, wo die Helden halt das Spiel, den Spielplanteil betreten haben, werden die in Form eines Schachbrettmusters aufgestellt. Das würde jetzt bedeuten, die Tentakeln stehen jetzt hier. Muss man mehrere Gegnergruppen ins Spiel bringen, dann müssen immer die mit der niedrigsten Initiative ganz nach hinten und die mit der hohen Initiative ganz nach vorne, damit im Endeffekt ja die langsameren Gegner die schnelleren nicht behindern können. Wäre das kein Attack gewesen, sondern ein Ambush, dann hätten wir jetzt dementsprechend diese fünf Tentakel angrenzend an uns platzieren müssen. Also auch auf dem Spielplanteil, der jetzt, wo der Exploration Marker gar nicht drauf lag. Und dann würden die halt hier um uns herum stehen und würden sogar noch plus zwei auf Initiative bekommen in der ersten Runde des Kampfes. Genauso wie es für die Helden diese Informationskarten gibt, gibt es die natürlich auch für die Gegner. Und das Einzige, was uns jetzt gerade erstmal interessiert, ist, dass sie Initiative 3 sind. Falls ihr euch noch daran erinnert, mein Mönch hatte 4 und die Assassine hatte 6. Dementsprechend sind unsere Helden jetzt vor den Monstern dran. Sollte es mal so sein, dass die Helden und die Monster die gleiche Initiative haben, dann starten immer erst die Monster. Mit der Room Exploration endet die erste Runde. Die nächste beginnt mit dem Hold Back the Darkness Roll. Das ist immer der erste Wurf, der gemacht werden muss. Also lieber Mönch, lass mal was sehen. Wir haben nur die 4, dementsprechend schafft unser Mönch das nicht. Die Darkness rückt einen Position auf dem Death Track weiter vor. Unsere Assassine beginnt den Kampf, denn wir haben jetzt die Situation, dass wir auf dem Spielplan Gegner stehen haben und immer dann, wenn Gegner dort stehen, befinden wir uns im Kampf. Sie hat Initiative 6, fängt also an. Sie möchte ganz gerne natürlich in den Nahkampf, weil sie ist eine Nahkämpferin, hat jetzt aber die besondere Situation, dass sie hier noch auch noch Shurikensterne dabei hat. Generell ist es im Kampf so, dass wir uns immer erst bewegen und danach halt kämpfen können. Beim Kampf steht uns nur eine Aktion zur Verfügung. Entweder wir entscheiden uns, einen Nahkampf zu machen. Dann gucken wir, wie groß die Zahl ist hier bei Combat. Und dementsprechend so viel Würfel hätten wir dann im Nahkampf. Das wäre dann der Wert, auf den wir treffen. Auf 3 plus bei der Assassine. Und wenn wir uns für den Fernkampf entscheiden, dann bräuchten wir eine Waffe, die für Fernkampf geeignet wäre. Dort würde dann draufstehen, wie viel Schuss wir hätten. Und diese Schuss sind dann die Würfelanzahl. Mit 4 plus trifft die Assassine dann beim Fernkampf. Eine Sache davon kann man machen. Bei den Shurikensternen ist jetzt die Besonderheit, dass sie eine Free Attack sind und auch nur einmal pro Kampf. Sie kann während ihrer Bewegung diese Shurikensterne schmeißen. Es sind 2 Stück, 2 Schüsse kann sie abgeben und hat eine Reichweite von 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sie würde von dort hinten nicht treffen. Sie muss ja sowieso während ihrer Bewegung machen. Das heißt, die Assassine möchte jetzt rangehen und möglichst viele Treffer austeilen. Dementsprechend wird jetzt die Bewegung gewürfelt. Sie hat eine 4 plus die 1, die sie sowieso hat von ihrer Fähigkeit. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, sie schafft es, an die vordere Tentakel heranzukommen. Auf dem Weg dorthin wirft sie ihre Shurikensterne. Dazu nehmen wir jetzt 2 Würfel und gucken, das eine ist ein Treffer auf die 4 plus, das andere wäre kein Treffer. Um euch so ein paar andere Effekte noch zu erklären, drehe ich jetzt den mal auf die 6, weil die 6 ist ein ganz besonderer Treffer. Wir nennen den auch einen kritischen Treffer. Die Assassine entscheidet sich jetzt nacheinander, wem sie welchen Treffer zuteilt. Sie fängt erstmal damit an, dass die dort hinten, die Tentakel, den normalen Treffer abbekommt. Und jetzt müssen wir halt auf der Karte der Tentakeln gucken und sehen, dass sie eine Verteidigung von 2 haben. Das heißt, wir würfeln jetzt für den Treffer den Schaden aus mit einem W6 und haben hier eine 4 geworfen. Das würde bedeuten, 4 Schaden minus 2 Verteidigung machen 2 Wunden, die wir der Tentakel zugeteilt haben. Die legen wir daneben und machen dadurch kenntlich, dass sie halt schon 2 Wunden hat. Der andere Treffer, der noch übrig ist, ist ein sogenannter kritischer Treffer. Bei denen ist es so, dass wir die Verteidigung komplett ignorieren und wenn wir jetzt den Schaden auswürfeln, müssen wir nichts abziehen und gucken mal, was bei übrig bleibt. Wir setzen den auch auf den dort hinten, um die Tentakel möglichst auch wegzubekommen. Wir haben nur eine 1, was wirklich sehr, sehr wenig ist. Und deshalb entscheidet sich die Assassine dazu, diesen Schaden nochmal neu zu würfeln mit einem Gridmarker und wir gucken, ob ein bisschen mehr rauskommt. 5. Minus nichts sind 5 Schaden. Das heißt, sie hätte sogar auf einen Schlag auch jemanden anders erledigen können. Die Tentakel sollte es aber bekommen. Das heißt, die ist raus. Und jetzt kriegt die Assassine dafür 35 XP. Um kenntlich zu machen, dass der jetzt benutzt wurde,
einmal pro Kampf kann man den wieder umdrehen oder auf die Seite, damit man auch dran denkt, die darf man jetzt nicht nochmal benutzen. Das ist aber eine Besonderheit jetzt des Gegenstandes der Assassine und ist jetzt nicht generell bei allen Fernkampfwaffen so. Gut, sie hat noch zur Verfügung ihre Attacke generell und möchte jetzt mit diesem Pair of Psi ihre Nahkampfattacken auf diese Tentakel lenken. Und sie steht alleine bei der Tentakel, hat keine weiteren Gegner angrenzen. Das heißt, sie kriegt auf jeden Fall noch plus einen Schaden. Plus ein Combat macht 3. Das heißt, wir nehmen jetzt 3 Würfel und treffen ab 3 plus. Wir haben 3 Treffer. Da sie nur angrenzend zu dieser Tentakel ist, können jetzt alle Wunden, die wir jetzt erzeugen, nur, oder beziehungsweise alle Treffer, nur gegen diesen Gegner gerichtet werden. Das heißt, wir fangen jetzt mal an. Der erste Treffer macht 6 plus 1 sind 7. Abzüglich der Verteidigung 2 macht 5 Wunden. Das heißt, diese Tentakel ist auch schon weg. Sie würde wieder 35 XP bekommen, die Assassine. Und wäre jetzt dementsprechend durch. Die anderen beiden Treffer kann sie leider nicht umleiten, weil nichts mehr angrenzend steht. Und damit wäre die Assassine dann jetzt durch. Als nächstes ist unser Mönch dran. Auch er entscheidet sich zu Beginn, sich einmal zu bewegen und schafft eine 3. Plus den einen sind 4. 1, 2, 3, 4. Wir würden also dort stehen. Ihr habt gerade gesehen, Bewegung war diagonal. Man kann auch diagonal kämpfen. Das ist alles kein Problem hier beim Forbidden Fortress bzw. bei Shadows of Brimstone. Ihr müsst immer nur darauf achten, dass so wie zum Beispiel an dieser Stelle, hier könnt ihr den Schnittpunkt der Linien sehen. Hier nicht. Hier ist es durch die schwarze Wand verdeckt. Das heißt, hier könntet ihr nicht diagonal kämpfen oder euch bewegen. Das ist ganz wichtig. Gut, wir sind jetzt dementsprechend nur bis hier vorne gekommen. Unser Mönch kann seine Nahkämpfe nicht an den Feind bringen. Deshalb entscheidet er sich, aufgrund seines jugendlichen Leichtsinns sofort bei den ersten Gegnern seine Bombe auszugeben. Ich kann da nur empfehlen, wartet da wirklich auf sehr, sehr große Gegnergruppen, die möglichst dicht stehen. Aber um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, schmeißt er jetzt die Bombe. Wenn er die Bombe schmeißen möchte, dann hat er eine Reichweite von Stärke plus 3. Unser Mönch hat eine Stärke von 3. Plus 3 sind 6. 1, 2, 3. Also er würde es bis hier vorne auf jeden Fall schaffen. Er schafft es aber auch genau bis dort hinten hin. Und da möchte er die Bombe gerne hinschmeißen. Legt die auch einfach mal in dieses Feld, denn wenn sie dort explodiert, macht sie an alle angrenzenden Felder auch nochmal den gleichen Schaden, beziehungsweise man muss den explizit immer neu auswürfeln, aber wir treffen die anderen auf jeden Fall. Sollte ich jetzt gleich bei meinem Trefferwurf nicht treffen, passiert Folgendes. Also, ich werfe, auf eine 5 plus treffe ich, auf eine 5 plus treffe ich, ich treffe nicht. Das andere wäre natürlich schön gewesen, wären kritische Treffer, aber ich treffe jetzt nicht und jetzt passiert Folgendes. Das ist ein wirklich ganz lustiger Mechanismus, denn diese Bombe prallt jetzt von der Wand ab und fängt an, hin und her zu hüpfen. Und jetzt müssen wir erstmal nochmal einen W3 würfeln, um festzustellen, wie oft die Bombe jetzt hüpft. 4 geteilt durch 2 sind 2, das heißt, zweimal bounced sie jetzt. Ich lege mir das mal daneben und jetzt brauche ich einen W8 und würfel das erste Mal, wo sie hinhüpft, auf die 7. Das würde bedeuten, sie will nach dort links unten hüpfen, dahin kann sie aber nicht, weil dort die Wand ist. Deshalb bleibt sie dort liegen. Und nochmal die 7. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es die 6 gewesen ist. Dann hüpft sie bis hierhin, bleibt dort liegen und explodiert jetzt dort. Im schlimmsten Fall trifft man halt auch seine eigenen Mitspieler oder sich auch vielleicht selbst. Nun muss für jeden ausgewürfelt werden, wie viel Schaden er abbekommt. Das sind W6 Wunden. Das heißt, es ist gar nicht mehr Schaden, wo wir dann den Defense von abziehen können, sondern es sind wirklich Wunden, steht auch nochmal dabei, Ignoring Defense. Das heißt, wir fangen mit dem hier an. Der kriegt 4, das heißt, der hat noch einen Lebenspunkt. Und der wird auch noch getroffen und der bekommt 6, das heißt, der wäre tot. Das heißt, unser Mönch würde auch 35 XP bekommen, hätte aber seine Granate schon verschwendet. Der Mönch hätte allerdings bei dieser Tentakel dort drüben noch einen Schaden mehr verursachen können, denn er kann ja 2 Key-Token ausgeben, um plus einen Schaden mehr bei einem Treffer zu verursachen. Dann hätte er halt nur noch 3 KI. Ich habe das jetzt vergessen, dementsprechend habe ich es nicht gespielt und die Chance ist vertan. Jetzt aktivieren dann die Acidic Tentacles und die haben so eine ganz fiese Fähigkeit, dass die zu Beginn, wenn sie nicht angrenzend an einem Helden stehen, dass sie erstmal auf einen zufälligen Helden ihre Säure spucken. Das ist Reichweite 8 und ein Schuss und der Schaden
ist hier auch besonders, denn anstatt normalen Schaden zu verurteilen, kriegen wir Bleeding Marker. Die Bleeding Marker verursachen bei uns den Effekt, dass wir minus 2 Health bekommen. Diese Bleeding Marker bekommen wir dann auch nur weg, indem wir einen Grid ausgeben, also abwerfen und dementsprechend einen Bleeding Marker dann auch loswerden. Diese Tentakel möchte dann als erstes einmal spucken. Wir müssen zufällig herausfinden, welchen Helden es trifft. 1 bis 3 Assassine, 4 bis 6 der Mönch. Es erwischt den Mönch. Jetzt müssen wir gucken, ob sie ihn trifft. Und 4 plus Reichweite trifft nicht. Dann muss sie ihre Bewegung machen. Wen greift sie an? Beziehungsweise wir machen erstmal noch die zweite Tentakel, lassen die auch nochmal spucken. 1 bis 3 Assassine, 4 bis 6 der Mönch. Diesmal auf die Assassine und trifft sie. Nein, trifft auch nicht. Jetzt müssen wir nur gucken, wen greifen die Tentakeln an. Und das ist relativ simpel. Wir schnappen uns eine, gucken, welche Bewegungsreichweite sie hat. 4. Das heißt, sie könnte beide erreichen. Und jetzt müsste man per Zufall ermitteln, welchen von den beiden sie jetzt angreift. 1 bis 3 die Assassine, 4 bis 6 der Mönch. Das heißt, sie geht auf die Assassine und sie stellen sich eigentlich immer so, dass sie sich hinter die Helden stellen, damit andere Monster, die gegebenenfalls auch noch aktivieren, noch nachrücken könnten. So, das heißt, die ist jetzt mit dem Nahkampf. Gucken wir, was die da drüben macht. Sie kann jetzt nur noch auf den Mönch gehen, weil man jetzt immer die Monster so platzieren muss. Als allererstes muss man sich jemanden aussuchen, der noch kein Monster oder beziehungsweise keinen Gegner angrenzend hat. Dementsprechend geht sie jetzt auf den Mönch. 1, 2, 3. Können sich da vorne hinstellen. Macht sie auch. So. Die Tentakel greift jetzt unsere Assassine an. Und zwar ist es ein Nahkampf. Das heißt, sie hat Combat 3 und trifft auf die 4 plus. Und jeder Treffer macht 3er Schaden. Das ist schon ziemlich hart. Hoffen wir mal, dass nicht so viel durchkommt. Oh, das ist jetzt ganz schön übel. Wir haben hier 2 Treffer, und zwar mit 6. Und 6 bedeutet hier bei den Acidic Tentacles, das ist jetzt kein kritischer Treffer, also Gegner haben generell nicht von Haus aus, wie wir Helden, kritische Treffer zur Verfügung, sondern das ist eine Besonderheit der Tentakeln. This enemy's melee to hit rolls of 6 ignore a hero's defense. So, das heißt, wir könnten jetzt gar nicht auf Verteidigung würfeln. Jetzt hat die Assassine aber schon mal Glück, denn sie hat hier das Pair of Psy und wenn sie die dabei hat, wird automatisch ein Combat Hit against you vor dem Verteidigungswurf wird ignoriert und dementsprechend können wir einen wegnehmen und wir kriegen nur einmal einen Treffer durch, der komplett die Verteidigung ignoriert. Würde bedeuten 3 Schaden und unsere Assassine kriegt 3 Wunden zugeteilt. Die andere Tentakel attackiert den Traveling Monk und hat 2 normale Treffer. Gegen die normale Treffer hat jetzt der Mönch eine Verteidigung. Der hat ja sogar auch noch seinen Grid-Marker zur Verfügung, den er gegebenenfalls nutzen kann, um jetzt gleich beim Verteidigen das Ganze zu rerollen. Wenn wir mal davon ausgehen würden, dass diese Tentakel auch den Mönch angegriffen hätte und dass beide Tentakeln zusammen 4 Treffer gelandet hätten, dann spielen wir das auch wirklich immer so, dass wir erst eine Monstergruppe einen Helden komplett angreifen lassen, damit der jetzt bei seinem Verteidigungswurf, wenn der schief geht, mit seinem Grid-Marker möglichst viele Würfel dann auch rerollen könnte. Aber es sind jetzt halt nur 2 Treffer. Die versuchen wir zu verteidigen und zwar auf 4 plus auf Defense. Einen schaffen wir, den anderen schaffen wir nicht. Jetzt könnte sich der Mönch dazu entscheiden und sagen, ich gebe den Gridmarker aus, um den Verteidigungswurf zu wiederholen. Macht er aber nicht, er nimmt jetzt auch die 3 Damage in Kauf. Die Runde wäre dann wieder zu Ende und unser Mönch müsste zum Beginn der nächsten Runde jetzt wieder den Holdback the Darkness Wurf machen und er schafft ihn nicht, was dazu führt, dass wir jetzt hier die Darkness wieder ein weiter vorrücken müssen und die Darkness landet auf einem roten Feld. Das rote Feld heißt für uns, wir müssen eine Darkness-Karte ziehen. Die verheißen eigentlich nie etwas Gutes. Es gibt Karten, die haben so dauerhafte Effekte oder Karten, die halt jetzt irgendwie Monster nochmal ins Spiel bringen. Wir schauen einfach mal nach und es ist There Everywhere und wie gerade angekündigt, wir müssen noch eine extra Low Threat Card ziehen und die Monster dementsprechend als ein Ambush ins Spiel bringen. Wir haben dann hier einen Oni als Gegner. Ambush heißt, sie sollen angrenzend an uns dran stehen
Und das Einfachste ist jetzt einfach hier, wir stellen den Oni in die Mitte, weil jetzt ist er wirklich angrenzend an beide Helden und dementsprechend muss man nicht großartig diskutieren, sondern erst wenn der Oni dran ist und er zuschlägt, dann müssen wir gucken, wen erwischt er dann überhaupt. Da das Ganze auch ein Ambush ist, hat der Oni jetzt plus 2 Initiative. Und wenn wir auf seine Karte mal schauen, er hat von Haus aus 3. Das heißt, für diese Runde hat er eine 5. Was bedeutet, dass er vor dem Mönch aktiviert, aber nach der Assassine. Unsere Assassine beginnt, weil sie die höchste Initiative hat. Jetzt hat der Oni allerdings die Eigenschaft Terror. Und hier ist es jetzt so, dass wir alle Helden, oder dass alle Helden, die jetzt auf demselben Spielplan teilstehen wie der Oni, kriegen automatisch bei ihrer Aktivierung einen Horrortreffer ab. Einen Horrortreffer kann man mit der Willpower versuchen abzuwehren. Das ist hier die 4+. Das versucht unsere Assassine jetzt auf einmal. Hat die 5, schafft es. Ansonsten hätte sie einen Treffer auf ihre Sanity bekommen. Die Assassine entscheidet sich jetzt hier in diesem Fall, sich nicht zu bewegen. Wenn sie sich bewegen wollen würde, müsste sie auch erstmal einen Escape-Test machen. Das seht ihr hier, bei jedes Monster hat einen eigenen Escape-Wert. Bei den Oni wäre es 4+ und zufällig bei den Acidic Tentacles auch 4+. Das heißt, man müsste jetzt erst würfeln und gucken, mit einer 1, oh Mist, ich kann mich gar nicht wegbewegen von den Gegnern. Wobei, die Assassine muss gar nicht würfeln, weil sie die Fähigkeit hat, dass sie ein Silent Fighter ist. Nee, Quatsch, wo ist es? Dass sie nimble ist. Sie besteht automatisch jeden Escape-Test. So, unsere Assassine wollte sich aber eigentlich auch gar nicht bewegen und dementsprechend macht sie jetzt trotzdem aber den Bewegungswurf, einfach nur um festzustellen, ob sie einen Gridmarker wieder bekommt. Würfelt eine 4, den gibt es ja nur bei der 1 wieder, also hat sie leider Pech. Sie attackiert jetzt erstmal im Nahkampf, würfelt 3 Würfel und trifft auch 3-mal und teilt diese jetzt nacheinander zu. Sie entscheidet sich dazu, erstmal die Tentakel anzugreifen und der Schaden ist 2, minus 2, Verteidigung der Tentakel, also nix. 3, 1 Schaden, 6 minus 2 sind 4, plus den einen noch von dem sind 5, das heißt, die Tentakel ist raus. Sie würde wieder 35 XP bekommen. Jetzt als nächstes wäre der Oni dran, der steht ja angrenzend an beide. Jetzt müssen wir per Zufall erstmal ermitteln, wen er angreift. 1 bis 3 Assassine, 4 bis 6 Mönch, Assassine. Das heißt, er versucht jetzt zuzuschlagen, hat 2 Würfel, trifft auf die 4+, macht einen 5er Schaden. Der Oni hat dann noch die Fähigkeit Bash, was bedeutet, wenn er mindestens eine Wunde gelandet hat, dann wird der Gegner sogar noch, also in unserem Fall unser Held, um 3 Felder zurückgeschleudert. Und wenn er dann irgendwie nicht platziert werden kann, das wäre in unserem Fall ja 1, 2 und es geht nicht weiter, dann würde derjenige sogar nochmal W6 extra Wunden bekommen, die man nicht verteidigen kann. So, jetzt aber erstmal Daumen drücken, dass unsere Assassine das hier übersteht. Der Oni landet einen Treffer, den anderen nicht. Und jetzt hat unsere Assassine ja wieder Glück, denn sie hat das Pair of Psy dabei und may cancel one enemy combat hit against you before defense rolls are made. Dementsprechend, der wird gecancelt und die Assassine hat Glück gehabt, wird nicht getroffen. Die XP, die so ein Oni gibt, die ermittelt sich ein bisschen anders als bei den Tentakeln, denn bei den Tentakeln ist es recht simpel, wenn man sie besiegt, dann kriegt man 35 XP. Hier haben wir ja ein Monster, was relativ viele Lebenspunkte hat und da wäre es ja gemein, wenn nur der letzte Held dann noch die XP bekommen würde, der quasi den Final Blow dann landet. Deshalb ist das hier ein bisschen anders aufgezogen. Wir bekommen jedes Mal, wenn wir einen Treffer landen, pro Treffer 10 XP. Und dann wird geguckt, wie viele Wunden verursachte dann dieser Treffer. Also zum Beispiel 3. Dann hätten wir noch 3 mal 5, 15 für die 3 Wunden. 10 plus 15, das heißt, der eine Treffer würde 25 XP geben. So, unsere beiden Helden haben alle Gegner besiegt. Und jetzt kommt quasi dann die Abschlussphase des Kampfes. Damit endet auch die Runde ganz abrupt, auch wenn irgendwelche Helden noch gar nicht dran waren. Gehen wir einfach mal davon aus, unsere Assassine, die ja als allererstes aktiviert, hätte die letzte Tentakel besiegt. So, dann war sie ja aktiviert. Jetzt kommt als allererstes die Catch Your Breath Phase. Das heißt, die Assassine kann sich jetzt ein bisschen erholen und zwar würfelt sie einen W3, in diesem Fall nur 1. Oder gehen wir mal davon aus, es wäre eine 4. Dann hätte sie jetzt 2 Punkte, die sie jetzt wieder sich erholen könnte und die darf sie verteilen auf körperlichen oder geistigen Schaden, wie sie möchte. Also dementsprechend 2 Wundenmarker könnten jetzt entfernt werden. Unser Mönch, der war ja noch gar nicht aktiv. Und der darf jetzt sogar W6 Wunden in beliebiger Kombination, körperlich oder geistig, regenerieren. Oder er entscheidet sich, einen Gridmarker zu nehmen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass unser Mönch während des Kampfes besiegt wurde, er hat zu viel körperlichen Schaden abbekommen, dann hätte er an dem Catch Your Breath gar nicht teilnehmen dürfen. Und jetzt würde er aber sich von dem Kampf erholen können. Wir haben ja noch einen Revive-Marker, das heißt, er würde jetzt auf die Beine gestellt werden und würde komplett alles einmal heilen, also körperlichen und geistigen Schaden. Hätten wir den Revive-Marker nicht mehr, dann müsste er auf dieser Injury-Chart, also als allererstes, kann er 2W6 Wunden und geistige Gesundheit wiederherstellen, irgendein beliebiger Mix, und dann muss er hier einmal würfeln, welche dauerhafte Verletzung er dann mit sich trägt. Im schlimmsten Fall, man wirft 2W6, bei einer 1 und 2 ist man tot, das ist dann nicht so schön, und alle anderen Sachen geben dann irgendwelche Mali, zum Beispiel jetzt hier minus eine Bewegung bei Slashed Leg. Das würde man auf seinen Bogen dann eintragen und ja, kann man dann aber in der Stadtphase beim Heiler auch wieder dementsprechend entfernen lassen, diese Verletzung. Als allerletztes nach dem Kampf kommt im Endeffekt dann auch das Schönste, denn jetzt dürfen wir pro Gegnerkarte, die wir gezogen haben, jetzt kommt das Schönste, nämlich jetzt dürfen wir pro Gegnerkarte, die Monster ins Spiel gebracht haben, dürfen wir jeweils eine Lootkarte ziehen pro Held. Also das heißt, die Assassine kann 2 Karten ziehen und der Mönch. Es ist aber eine Beschränkung, maximal darf jeder Held 3 Lootkarten ziehen. So, das heißt, die kommen wir jetzt erstmal zur Seite und die Assassine fängt an, kriegt hier dementsprechend erstmal 20 XP und dann nochmal W6 mal 25 Geld. Das würden wir jetzt alles gut schreiben. Und dann würde sie hier jetzt noch eine Gear-Karte bekommen, also eine Ausrüstungskarte, auch wieder 20 XP. Und wenn wir in einer anderen Welt wären, dürfte sie sogar eine Artefaktkarte ziehen. Dementsprechend brauchen wir jetzt den Stapel mit den Gear-Cards. So, wir dürfen dann eine Karte ziehen für die Assassine. Und das wäre dann zum Beispiel jetzt hier so ein gesplinterter, also ein zerbrochener Speer. Discard this item while equipped to add plus 6 damage to one of your combat hits. Nicht besonders viel wert. Hat ein Gewicht von 1 und müsste einhändig geführt werden. Wo ich das gerade jetzt nochmal eben gesagt habe mit dem einhändig führen. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier die Pair of Sai, die belegen wirklich beide Hände. Man kann sogar einhändige Schwerter jeweils in einer Hand führen, also in der linken und in der rechten. Wenn man das tut beim Kampf, ist es aber dann folgender Nachteil damit verbunden. Dann darf man nämlich nicht mehr kritische Treffer verursachen. Also dann, wenn man eine 6 würfelt, ist es ganz normal ein Treffer und dann kein kritischer. Man darf sich auch wirklich dann zu Beginn einer jeden Runde immer aussuchen, welche Gegenstände man ausgerüstet hat. Soll heißen, welche Waffen hat man, welche Ausrüstung hat man angelegt. Wie gesagt, zu Beginn einer jeden Runde, und das gilt dann halt, bis die Runde abgeschlossen wurde. Okay, und dann wäre damit die Assassine mit ihrem Looten durch. Unser Mönch findet eine Artefaktkarte, kriegt 20 XP und jetzt darf er hier dementsprechend von dem Artefaktkartenstapel ziehen. Ihr seht, das ist auch ein richtig dicker Kartenstapel. Und er findet dort folgendes, das Yokai Blade. Gibt den plus 1 auf Lore, das sind so diese Standardeigenschaften, plus 1 Combat dazu und your Combat Hits are plus 1 Damage against large size or bigger enemies. Hat ein Gewicht von 1, zählt auch als ein Darkstone, da kommen wir später nochmal zu, hat hier einen Slot, in dem wir was einarbeiten könnten und muss mit einer Hand geführt werden. Wenn wir es in der Stadt verkaufen wollen würden, würden wir 450 Gold dafür bekommen. Und dann war das letzte noch Darkstone, W3, dementsprechend würden wir jetzt einen W6 würfeln, halbieren den Wert. 2 Darkstones würde jetzt dann der Mönch noch dazu bekommen, plus die 20 XP. Nachdem gelootet wurde, kommen die Lootcards einfach wieder auf den Lootkartenstapel. Das ist genauso wie bei dem Scavenging. Und wenn man das nächste Mal wieder lootet, dann mischt man einfach wieder diese 12 Karten durch und würde dementsprechend wieder draus ziehen. Ja, und dieser Ablauf wiederholt sich dann jetzt nach und nach immer wieder und immer wieder, bis man halt dann entweder scheitert oder die Mission gewinnt. Scheitern, das sagte ich ja schon, das kann passieren, wenn der Tiefentracker uns anzeigt, dass die Darkness aus dem Dungeon geflohen ist. Falls wir mal irgendwann ganz hier an dem Ende ankommen sollten, ist das auch nicht schlimm, dann kann der einfach nur nicht weiterrücken. Bedeutet für uns aber die ganze Zeit, wir müssen beim Hold the Darkness Roll eine 9 plus oder mehr schaffen. Wenn die Mission, wie gesagt, dann zu Ende ist, dann, wenn man den Endgegner auch besiegt hat und sich darüber freut
und dann in die Stadt reisen möchte, weil man sich dafür entschieden hat, jetzt die Kampagne zu spielen, dann passiert noch Folgendes. Man muss für jeden Darkstone, den man besitzt, das wäre jetzt bei dem Mönch zum Beispiel diese 2, plus diesen einen Darkstone, der ja hier in diesem Schwert eingearbeitet ist, muss man würfeln, ob man dadurch anfängt, einen Corruption-Hit zu bekommen. Denn wenn man zu viel Corruption abbekommt, dann fängt man irgendwann an zu mutieren. Das heißt, man nimmt jetzt für jeden Darkstone einen Würfel, würfelt und für jede 1, 2 und 3 kriegt man einen Corruption-Treffer ab. Bevor man aber diesen Corruption-Treffer oder diesen Schaden wirklich auch nimmt, hat man noch die Möglichkeit, den abzuwehren. Auch wieder genauso wie die Sanity-Damage mit Willpower. Das heißt, auf eine 3+ würde mein Mönch das dementsprechend schaffen. Ich sage jetzt einfach mal, er hat es nicht geschafft. Er hat einen 2 gewürfelt. Dann würde er jetzt ein Corruption-Damage bekommen. Und wenn er mindestens 5 Stück hat, fängt er halt an zu mutieren. Und dann muss man auf so einer Tabelle würfeln. Und dann wachsen einem tolle neue Sachen. Oder das Gesicht fängt an zu schmelzen. Oder man kann nichts mehr hören. Ja, oder man kann nicht mehr richtig reden, weil einem der Mund zumutiert. Und das ist dann schlecht in der Stadt, weil man da nicht mehr gut handeln kann. Alles das, ja, sind dann die Auswirkungen des Darkstone. Damit kennt ihr jetzt die wichtigsten Regeln von Shadows of Brimstone. Also entweder das Forbidden Fortress. Und wie gesagt, alle anderen Regeln oder alle Regeln gelten auch für die Wild West Variante. So ein paar Sachen habe ich jetzt nicht erklärt. Ich werde sie erstmal kurz einmal anschneiden. Zum Beispiel in solchen Passagen. Wenn man so ein Passagen Spielplanteil aufdeckt, dort kommen keine Exploration-Marker drauf, die haben wir nur wirklich bei den großen Rollen. Das wäre ein Punkt. Was ich euch auch nicht gezeigt habe, eine Sache, die ich nur kurz angeschnitten hatte, das war, wenn der Darkness-Marker hier auf diesem Great Dread-Punkt landet, dann zieht man eine entsprechende Karte. Die wird aber nicht aufgedeckt und sofort abgehandelt, sondern die wird dementsprechend erstmal nur neben den Spielplan gelegt und in dem Moment, wenn wir dann den letzten Gegner erwischen, also den Apex Red, den Endboss quasi, dann werden die umgedreht und abgehandelt, beziehungsweise wir können uns dann auch noch gemeinsam entscheiden, dass jeder Held einen Gridmarker abschmeißt und quasi dann diese Growing Dread Karte, bevor sie abgehandelt wird, quasi aus dem Spiel genommen wird, denn sie verheißen meist nichts Gutes. In diesem Fall, at the start of the next fight round, add an extra threat card to the fight. Also da kommt auf einmal plötzlich noch ein paar Gegnerhorden dazu. Dann wäre da noch die Sache mit den Large Enemies. Unser Oni ist ja ein Large Enemy und die vorne hier sind Medium. Und die Large Enemies haben halt die Fähigkeit, wenn sie sich auf uns zubewegen und dabei in ein Feld kommen würden, wo ein Small oder ein Medium Enemy steht, dann tauschen die quasi einfach die Plätze. Das heißt, der drängelt sich da einfach ganz fett durch. Eine weitere Sonderregel gibt es dann auch noch bei den K.O. gegangenen Helden. Unsere Assassine könnte den Mönch, der jetzt hier gerade ein kleines Nickerchen macht, mit rüberziehen in das Feld hier drüben. Dazu muss sie allerdings für jeden Bewegungspunkt, den sie ausgibt, einen weiteren hinzufügen. Also jede Bewegung kostet sie immer noch einen extra. Denn jetzt ist es so, dass wir auf einem Spielplanteil stehen, auf dem keine Gegner sind. Und jetzt könnte die Assassine ihre Attacke aufgeben und ihm quasi ein bisschen mal links und rechts eine Auffrage geben und ihn aufrappeln. Und dementsprechend würde er dann neben ihr stehen und könnte sich dann auch heilen, müsste gegebenenfalls noch auf der Tabelle würfeln. Da kommt es jetzt auch wieder darauf an. Ich hatte vorhin ja nur gesagt, dass wir dann die Injury Chart haben, aber es gibt auch noch für den Fall, dass man halt K.O. gegangen ist, weil man ja zu viel Horror abbekommen hat, dann muss man hier auf dieser Madness-Tabelle würfeln. Was auch noch ganz schön ist, dass man hier bei die Forbidden Fortress oder beziehungsweise bei Shadows of Brimstone nicht nur Punkte dafür bekommt, wenn man Monstern einen auf die Mütze gibt, sondern auch in diesem Fall zum Beispiel, wenn der Mönch sich entscheidet, die Assassine ein wenig zu heilen, weil die eine gewisse Anzahl von Wunden hat, dann kriegt der Mönch pro gehaltenem Lebenspunkt auch nochmal 5 XP. Worauf ich in diesem Video auch nicht eingehen wollte, das war das Thema der Otherworlds. Wir können ja beim Entdecken des Dungeons Portale finden und dann in andere Welten hinübergehen. Und wie ihr seht, diese Portale haben ihre eigenen Map-Decks, sie haben dementsprechend eigene Spielplanteile. Wir finden dort Artefakte, die es auch wirklich nur in diesen Welten zu finden gibt. Dort gibt es auch ganz spezielle Encounter. Hier in diesem Belly of the Beast ist es sogar so, dass es dort im Vergleich zu anderen Otherworlds auch Encounters in den Passagen gibt. Das haben wir gesagt, hatte ich ja vorhin gesagt, gibt es bei dem Forbidden Fortress zum Beispiel nicht. Und dass wir eigene Threat Cards haben, die wir dann
zum Spawnen von den Monstern nutzen, die dann auch wirklich so angepasst sind, dass man hier mit einer größeren Wahrscheinlichkeit auf Monster trifft, die sich dann auch in dieser Other World wirklich aufhalten würden. Ja, das war mein Video zum Thema Grundregeln von Shadows of Brimstone. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie sich dieses Spiel dann auch spielen wird, denn es ist wirklich mal einen Versuch wert. In meinen Augen mit einer der besten Dungeon Crawler überhaupt. Wenn man auch diese Settings mag, Wilder Westen und feudales Japan, dann wird man hier volle Kanne bedient. Dementsprechend würde es mich freuen, wenn ihr mir das Ganze mal in die Kommentare schreibt, was ihr davon gehalten habt, ob euch das hilft oder ob ich sowas lieber sein lassen sollte, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Immer rein damit, auch wenn ihr noch Fragen habt, wenn irgendetwas unklar geblieben ist. Denn wie gesagt, ich habe erstmal nur die Grundregeln beleuchtet. Alles andere hätte hier den Rahmen total gesprengt von dem Video. Ich freue mich über ein Like, über ein Abo noch viel mehr und ich hoffe, dass ihr dann demnächst hier bei uns auch wieder einschalten werdet, denn wir haben noch das ein oder andere in petto. Unser Let's Play von Batman steht noch aus. Dann kommt demnächst Time of Legends. Johanna von Orleans ist in der Pipeline, also in der Zulieferung und da bin ich sehr drauf gespannt. Und es würde mich freuen, wenn ihr uns dabei ein bisschen zuschauen würdet und dementsprechend ja, schaltet ihr bald wieder ein bei uns beim fetten Brett. Macht's gut, tschüssi!